Am 7. April ist der Weltgesundheitstag und jedes Jahr gibt dazu die Weltgesundheitsorganisation so ein ganz spezielles Thema raus, um zu sensibilisieren, um aufmerksam zu machen. Und in diesem Jahr ist es Klima und Gesundheit. Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Aber wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Wenn man mal so durchschaut, die ganzen Gesundheitsthemen der vergangenen Jahre, seit 1954, da haben wir zum Beispiel auf den Blutdruck achten. Das war 1978, heute aktueller denn je. Oder denk an dein Herz, Motor des Lebens. Das war 1972. Es hat sich nichts geändert. Herzkrankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Ganz wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, auch Vorsorge zu betreiben. Aber was mir ganz besonders aufgefallen ist, das erste Motto 1954, das ist wirklich aktueller als je zuvor, auch heute noch. Das heißt, die Krankenschwester, Wegbereiterin der Gesundheit. Und gerade jetzt, wenn man sieht, Krise in der Ukraine, eben erst die Corona-Krise, naja, man gerade so überstanden und Pflegepersonal ist systemrelevant. Jetzt müssen wir was tun, damit dieses Pflegepersonal auch unser Gesundheitssystem weiterhin am Laufen hält, dass es denen gut geht dabei. Alle, damals hieß es Krankenschwestern, heute Gesundheits- und Krankenpfleger und Pflegerinnen, dass alle wirklich gut in ihrem Beruf arbeiten können, denn das ist Gesundheitsschutz.